Servus, ihr verrückten alten Katzenladies. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Null Problema und herzlich willkommen zu meinem neuen Shop-Video. Ja, Freunde, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin richtig geflasht, was heute in den Shop reinkommen ist. Wir sehen einige neue Items und ich würde mal sagen, wir fangen hier ganz links an. Aber bevor wir damit anfangen, wollte ich euch nur daran erinnern, wenn euch meine Videos gefallen, wenn ihr meinen Kanal unterstützen möchtet, dann ist das die beste Möglichkeit, wie ihr mich unterstützen könnt, dass ihr meine Videos liked. Das heißt, wenn euch das Video gefällt, lasst doch ein Like da und damit habt ihr mir megamäßig geholfen. Das wäre richtig nice von euch. Okay, gut, ich würde mal sagen, fangen wir hier ganz links an. Hier haben wir die Nachtglanz, also den Nachtglanz-Skin. Der kommt in zwei verschiedenen Stilen. Schauen wir uns mal den ersten Stil an. Ja, sie glüht, oder wie nennt sich das hier? Schimmer, okay. Sie schimmert, ihre Augen schimmern, glühen, keine Ahnung. Die Haare sieht man auch, dass sie schimmern. Ihre Tattoos schimmern. Sie trägt so ein Overall mit einer Jacke drüber. Sieht richtig nice aus. Ich finde, die Augen sehen auch richtig krass aus bei ihr. Hier ohne das Glühen. Sieht sie auch in Ordnung aus, aber ich muss schon ganz ehrlich sagen, mit dem Schimmern sieht sie schon cooler aus. Der Farbton, ich weiß jetzt nicht, ob er unbedingt meiner ist. Ich stehe auf Rosa, ich mag Rosa, aber dieser Farbton, der erinnert so ein bisschen an Flamingo. Gefällt mir aber nichtsdestotrotz. Also ich kann auf jeden Fall diesen Skin empfehlen, auf jeden Fall. Also ich finde ihn auf jeden Fall mit dem Schimmer besser. Könnt mir gerne in die Kommentare reinschreiben, wie ihr ihn besser findet. Dann schauen wir uns mal den Rucksack an. Der nennt sich Rosa Lumikern. Da sieht man so wie so ein kleines Gespenst drin oder ein Roboter. Ich weiß auch nicht genau, was das sein soll. Sieht aus wie ein kleines Gespenst für mich. Der ist da drin im Rucksack gefangen oder wird transportiert. Keine Ahnung. Lumikern sagt mir jetzt auch jetzt so nichts. Ja, kann man sich auf jeden Fall antun. Ich würde mal sagen, ich hole mal diesen Skin und stelle ihn dann im Laufe des Tages als, oh, das ist ja auch was ganz Neues, erwerben, Nachtglanz, okay, habe ich bisher auch nicht so gesehen, dass man den Skin und den Rucksack sieht, aber okay, gut, ich bestätige das und werde ihn euch im Laufe des Tages dann in einem Gameplay-Video vorstellen. Ja, auf jeden Fall eine nice Geschichte. Dann haben wir hier ihre Spitzhacke, warum ist sie so weit links, das ist auch merkwürdig, ihre Spitzhacke Spaltlicht. Ah, die sieht auch schon nice aus. Ja, auf jeden Fall. Da gibt es Spritzer, die abgehen, wenn man irgendwo einschlägt. Schaut euch an. Die Spitzhacke sieht auf jeden Fall richtig krass aus. Die gefällt mir richtig gut. Könnt ihr gerne auch reinschreiben, was ihr davon haltet. Die werde ich natürlich auch holen und auch im Gameplay-Video vorstellen. Ja, das ist ja ganz toll. Mit der Frage, ob ich es tatsächlich erwerben mag. Kann man dann auch wieder zurückgeben oder ist das jetzt... Hä? Jetzt gibt es aber nicht mehr die Frage, ob ich das zurückgeben mag. Man wird jetzt doppelt gefragt, ob man ein Item haben mag. Auch nicht schlecht. Haben sie entfernt die Möglichkeit, dass man das zurückgeben kann? Krass. Ja, okay, gut. Gut zu wissen. Warte, ich gehe einmal raus. Vielleicht sehe ich das dann. Okay, so ist besser. Ja, jetzt haben wir hier die neue Lackierung Essence. Das ist eine animierte Lackierung. Da sieht man schon die Animierung, kann man nicht sagen. Ist jetzt aber nicht so megamäßig, würde ich mal sagen. Die sieht schon gut aus, aber jetzt keine Mega-Animierung. Oder Animation. Ja, die werde ich aber auch holen und euch auch dann im Laufe des Tages auf verschiedenen Waffen und Fahrzeugen dann präsentieren. Ja, ich bestätige auch den Kauf. Okay. Na, zurückgeben kann man es nicht mehr. Krass. Haben sie wieder entfernt. Wahrscheinlich haben die Leute zu viel Unfug damit getrieben. Dann kommen wir hier zum Sonneneruptionsskin. Genau das gleiche Spiel. Er schimmert auch. Gehen wir in die Stilvorschau. Einmal hier mit den glühenden, schimmernden Haaren. Die Augen glühen auch. Die Tattoos an den Händen und den Halsbereich glühen auch. Ja, der Zopf ist das Einzige, was mir an dem Skin jetzt, glaube ich, nicht so gefällt. Ich weiß auch nicht, der hat schon eine coole Frisur und dann hat er so einen komischen Zopf hinten abgehen. Ja, ich weiß auch nicht, gefällt mir jetzt nicht unbedingt so sehr. Hier einmal ohne diesen Schimmereffekt, sieht auch nice aus. Aber wie bei ihr gefällt mir, glaube ich, mit dem Schimmereffekt mehr. Man sieht auch sein Shirt ein bisschen glänzen. Der hat so einen glänzenden Hasen oder was auch immer das sein sollte auf dem Shirt vorne drauf. Und was mir jetzt auch ein bisschen komisch auffällt, ist, dass er wie Straps an den Beinen hat. Ja, ist so eine komische Geschichte. Gefällt mir jetzt nicht unbedingt. Das sieht ein bisschen komisch aus. Ja, auf jeden Fall gefällt er mir mit diesem Schimmereffekt mehr. Die Farbe ist natürlich so eine Sache. Ist in Ordnung, kann man sich auf jeden Fall antun. Ich werde diesen Skin auf jeden Fall auch holen und werde ihn euch auch dann in dem Gameplay vorstellen. Der hat auch so ein komisches Lumikern drin in grün. Ja, kann man sich auf jeden Fall antun. Werde ich auf jeden Fall mal holen und werde heute im Laufe des Tages auch noch ein Gameplay damit machen. Sonneneruption. Okay, gut, nice. Dann seine Spitzhacke. Ach, ich gehe wieder zurück. Dann seine Spitzhacke, strahlende Axt. Ja, da gefällt mir ihre schon mehr. Aber nichtsdestotrotz gehört zum Set dazu. Hole ich auch. Stellt euch das auch vor. Und dann nochmal zurück und nochmal hin. Dann haben wir hier die Lackierung Kern. Die ist auch animiert. Ja, es geht schon. Auf jeden Fall. Ich meine, das sind jetzt keine Mega-Lackierungen, aber ich finde, da sieht man wenigstens die Animation.
und das kann man sich antun. Hole ich natürlich auch und stelle euch das auch im Laufe des Tages dann vor. Okay, dann haben wir hier den Fledergleiter. Okay, nice, gefällt mir. Ist jetzt kein Megagleiter, würde ich mal sagen, aber man sieht, dass es eine Fledermaus ist, die da die Flügel aufklappt und die Ohren spitzt. Ja, kann man sich auf jeden Fall antun. Schauen wir uns das nochmal an. Ja, kann man sich antun. Werde ich natürlich auch holen, damit das Set komplett ist. Jo. Also Freunde, beachtet, ihr könnt die Items anscheinend nicht mehr so zurückgeben, wie es vor einigen Tagen der Fall war. Oder wie es gestern noch der Fall war. Gut, das wär's damit. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr von diesem Set hält. Ist schon krass, ja, würde ich sagen. Dann kommen wir hier zur Spitzhacke Geist. Also ich bin absoluter Fan von dieser Spitzhacke. Die werde ich mir definitiv holen. Gefällt mir. Ist doch mega. Ja, der Sound ist auch richtig krass. Also die werde ich mir sicherlich zulegen. Gefällt mir richtig gut. Dann haben wir hier wahres Herz, das Emote. Ja gut, steht dem neuen Skin jetzt irgendwie ein bisschen weniger, aber okay. Ja, trotzdem nice, gefällt mir. Dann haben wir hier Träumerfüße, mag ich auch ultra gern. Mhm. Oh ja. Yeah. Okay, und dann habe ich hier die magischen Schwingen. Ja, ein Megagleiter kann ich auch nur empfehlen. Sehr, sehr außergewöhnlich. 1200 V-Bucks ist nicht gerade wenig, aber schaut euch die Schwingen an, die sind schon richtig krass. Ja. Okay, kommen wir dann zum Schlenky. Der Schlenky ist ein sehr, sehr außergewöhnliches Skin. Ist nicht jedermanns Sache, dürfte auch sehr selten sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Sein Rucksack ist auch so eine komische Luftpuppe, die da herumschwingt. Diesen Skin werde ich euch natürlich auch vorstellen. Ich habe das Video eigentlich schon fertig gedreht, muss es nur zusammenschneiden. Das kommt auch sicherlich demnächst. Also ja, sehr, sehr merkwürdiger Skin, dürfte auch wirklich selten sein. Und als letztes haben wir den Krull, den habe ich euch schon mal in einem Gameplay-Video vorgestellt. Das Video habe ich unten verlinkt in der Videobeschreibung und hier oben rechts. Schaut es euch an, dieser Skin ist schon richtig nice. Kann ich nur empfehlen, 800 V-Bucks und ihr habt schon einen coolen Skin, auf jeden Fall. Okay Freunde, das war's mit dem Shop. Freut mich, dass ihr dabei wart. Wünsche euch allen einen super schönen Freitag. Wochenende ist nah, haltet durch und bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao, ciao.